Hallo, ich grüße euch. Mein Name ist Nico Sonnabend. Ich freue mich, dass ihr den Weg auf meinen Kanal gefunden habt. Und bei mir geht es zu 100% um Wildlife-Fotografie. Heute geht es um das Thema, wie verhalte ich mich im Urlaub, wenn ich mit Familie unterwegs bin und wie mache ich das, dass ich da an schöne Bilder komme. Lasst uns gleich mal anfangen. Es ist ja nicht so einfach, wenn man jetzt irgendwo neu ist. Wie ich habe mir jetzt hier einen wunderschönen Schilfgürtel gesucht. Ja. Da gibt es Teichrohrsänger, Drosselrohrsänger, da gibt es Zwergdommeln, Silberreiher. Ah, hier sitzt er. Da fliegt er. Ja, der Drosselrohrsänger. Und der Nachtreiher und alles Mögliche. Ich bin nämlich in Ungarn, bin nicht so oft hier. Von daher gehe ich da eine ganz bestimmte Strategie. Und die Strategie ist wie folgt. Ich suche mir eine bestimmte Stelle, wo ich denke, jo, da könnte ich ein paar schöne Fotos machen. Und gehe gar nicht speziell auf eine bestimmte Art aus, weil ich habe mir jetzt zum Beispiel kein Hide gemietet. Denn ich bin nämlich hier in Ungarn am Balaton und ich habe euch ja den Schilfgürtel gezeigt. Ja? Den habe ich ganz spontan gefunden. Den habe ich wirklich spontan gefunden. Ich bin mit dem Fahrradweg gefahren und da habe ich den Drosselrohrsänger gehört und dachte mir, pfui, das probierst du, den kriege ich bei uns nicht. Und von daher versuchst du einfach mal hier dein Glück. Und ich bin nicht so viele Tage hier, deswegen warum soll ich mich dann auf irgendwas Blauracke, Bienenfresser oder sowas konzentrieren, wenn ich eh nicht weiß, wo die sind. Ja, und von daher ist es das Beste, wenn ihr euch eine Stelle sucht, an die ihr 1, 2, 3, 4 Mal gehen könnt und versucht da schöne Fotos zu machen. Ja. Und diesen Schilfgürtel, den ich euch gezeigt habe, das sieht ja wunderschön aus, ne? Ganz toll. Hier ist auch gleich der Balaton. Aber dass das, der Kuckuck, dass es hinter mir ein kleiner Sportplatz ist und eine Wohnsiedlung, ja, das ist halt so. Aber ich konnte hier unverschämt geile Bilder machen. Ich habe zum Beispiel, wie schon angedeutet, den Drosselrohrsänger fotografieren können und den habe ich bei uns nicht so häufig. Deswegen habe ich mir einfach gesagt, komm, bevor ich jetzt hier, ich habe nur die Möglichkeit gehabt, zweimal fotografieren zu gehen im Urlaub, und bevor ich jetzt die Situation nehme und durchs halbe Land fahre und mir irgendwas suche, einige haben zu mir gesagt, der kleine Balaton soll wunderschön sein, ist auch, der ist von mir noch eine Dreiviertelstunde weg. Und da müsste ich auch erstmal hin, um zu schauen, wie sieht es da aus und was könnte ich da am nächsten Tag reißen. Und da mir das einfach zu umständlich ist, habe ich mich auf mein Fahrrad gesetzt und bin einfach losgefahren. Ja, und wie ihr seht, dieser Schilfgürtel ist einfach wunderbar zum Fotografieren geeignet, auch wenn der in einer Wohnsiedlung ist. Ah, jetzt sitzt der Drosselrohrsänger genau oben auf der Spitze des Halms. Und ich mache das dann zum Beispiel so, oder was ihr zum Beispiel machen könnt, um auch andere Bilder zu bekommen, wenn ihr auch nur einen Spot abgrast. Wie ich habe mich hier stundenlang mit dem Vogel beschäftigt, gestern anderthalb Stunden und heute bin ich auch schon wieder über eine Stunde hier. Von daher nehmt zwei Objektive mit, am besten eine Festbrennweite und einen Zoom und dann setzt ihr euch einfach hin und genießt den Moment und lässt den Platz auf euch wirken. Und da findet ihr auch den schönen Bildaufbau. Ich habe zum Beispiel diesen Drosselrohrsänger fotografiert und auf einmal kam da ein Vogel ins Bild und hat mir das Bild gecrashed, was im Nachhinein ein super, super schönes Bild geworden ist. Was ein super schönes Bild geworden ist. Doch das wäre nie passiert, wenn ich nicht an diesem Platz stehen geblieben wäre. Und zwar habe ich dann festgestellt, als ich diesen Vogel nochmals im Schilf gesehen habe, eine halbe Stunde später, dass es eine Zwergdomme ist. Und diesen Vogel habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Und das hat mich so da gefreut, dass ich sie auch nochmal erwischt habe mit der Kamera. Das passiert aber meiner Meinung nach nur, wenn man sich länger an einem Platz aufhält. Ich sag mal, ich dachte am Anfang, als ich jetzt hier war, ist es nicht das erste Mal, dass ich im Urlaub hier bin. In der Kindheit war ich fast jedes Jahr hier.
Ich hoffe, ihr hört mich noch hören durch die Frösche. Und da habe ich damals schon immer die ganzen Tiere gesehen, aber da habe ich ja noch nicht fotografiert. Und jetzt, als ich dieses Jahr wieder hergekommen bin, bin ich ja mit einem ganz anderen Blick hier. Ja? Ich sehe ja ganz oft das Foto an sich. Und da dachte ich am Anfang, oh Gott, hier ist ja nichts los. Hier gibt es ja keine Vögel mehr. Ich war total erschrocken. Doch als ich gestern zum Beispiel hier stand und geschaut und fotografiert habe, da habe ich Zwergschaben gesehen, da habe ich Silberreiher gesehen, da habe ich Nachtreiher gesehen, da habe ich Seidenreiher, die Zwergdommel, Drosselrohrsänger, Schilfrohrsänger, Pirol habe ich gehört, Kuckuck habe ich gehört, der Bienenfresser ist über mich drüber geflogen und das waren jetzt nur einige Arten, da waren einige dabei, die ich nicht mal mehr, die ich nicht erkannt habe selbst, weil ich es gerade gehört habe, Haubentaucher und, Teichhuhn, alles das habe ich hier gesehen und da stand ich nur hier, ja? Das war nur an diesem Platz, von daher, und das nicht zu vergessen, ist hier, da steht mein Fahrrad, hallo, das ist hier in einer Siedlung. Von daher, wenn ihr im Urlaub seid, versucht nicht elend viele Spots abzugrasen. Wenn ihr natürlich irgendwo hinfahrt und habt ihr jeden Tag eine Heid gemietet, naja, dann habt ihr ja eh alles durchgeplant. Aber fahrt nicht jeden Tag an 5 verschiedenen Spots, außer ihr habt irgendjemand Ortskundigen dabei oder die liegen alle so nah beieinander und haben Bildgarantie. Aber ansonsten sucht euch eine Stelle, bearbeitet diesen Platz so lange wie es geht und da kommen dann auch die geilen Fotos bei raus. Das werdet ihr sehen. Im Anschluss jetzt haue ich euch nochmal ein paar Fotos an das Video ran, was ich von den Teichhörsängern machen konnte oder jetzt hier im Urlaub allgemein. Und in diesem Sinne, es war wirklich ein kurzer Einblick, wie ich vorgehe. Sucht euch einen Platz, checkt den Platz ordentlich ab und dann grast ihr den Platz ab und nehmt alles mit, was dann kommt und ihr werdet sehen, da entstehen die geilsten Bilder. In diesem Sinne, folgt mir gerne auf Instagram, folgt mir gerne auf YouTube. Da verpasst ihr auch nichts mehr, wenn ihr hier unten abonnieren drückt. Und ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Macht's gut, tschüss.